Also wir machen als Beispiel eine schräge Wand und ein Ball oder eine Kugel oder sonst was kommt daher. Schräge Wand, der Winkel ist Alpha. Ach, da habe ich sogar Beta geschrieben. Oh Gott, da habe ich sogar. Da schreibe ich dann wieder Beta. Der Winkel ist Beta. Der Neigungswinkel. Und es kommt ein Ball mit V0 waagrecht. Gegeben seitens Epsilon. Und die Frage ist, um welchen Winkel Alpha wird der Ball abgelenkt? Also schräge Wand. Das ist der Winkel Beta. Da trifft der Ball ein mit V0. Natürlich reibungsfrei alles. Und gesucht wird, der Stoß erfolgt jetzt in der, natürlich nur in der Richtung senkrecht zur Wand. Das heißt, die Stoßkraft wirkt normal zur Wand. Und es empfiehlt sich dann sehr oft, einfach zu sagen, ja, jetzt nehmen wir ein Koordinatensystem in Richtung der Wandnormalen und in Richtung der Wandtangente. Ich kann mir das so, ich weiß nicht, wie ich es dann gerechnet habe, aber vielleicht nehmen wir es einfach gleich so. Dann ist die Tangentialkomponente, sehen vom V0 ist ja der Winkel Beta wieder. Wir sagen also V0 normal und V0 tangential. Und V0 normal, das ist ja das V0 Sinus Beta. V0 tangential ist gleich V0 Cosinus Beta. Die Rückprallgeschwindigkeit nenne ich V1. Das ist aber jetzt eine schräge Geschwindigkeit, die ich ein bisschen flacher einzeichne, vielleicht so. Das ist das V1. Das nenne ich E normal. Das ist die Einheitsvektor in Richtung Tangential. V1 hat dann natürlich auch eine Normalkomponente, wobei, wenn das Beta ist, naja, dann sagen wir, ich habe es so hier bezeichnet, der Winkel gegenüber der waagrechten, den habe ich mit Alpha bezeichnet. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber hin und wieder ist es halt so. Dann heißt das, das ist ja jetzt Alpha minus Beta. Und dann habe ich V1 normal, das ist die Komponente. Die ist jetzt V1, wenn ich das schon kennen würde, mal Sinus von Alpha minus Beta. Und V1 tangential ist gleich V1 Cosinus von Alpha minus Beta. So, jetzt heißt es, den Impulssatz anwenden in der Richtung ET und EN. Ich wende ihn zuerst, Impulssatz in Richtung ET. Und zwar so, dass wir sagen, ET, keine Kraft, weil er reibungsfrei gedacht ist, dieser Stoß. Dann heißt es, F tangential ist 0.
dann kann sich der Impuls nicht ändern, weil ich keine Integrale f dt habe. Impuls kann sich nicht ändern, also muss in der Richtung t pt nachher gleich p tangential vorher sein. Impulserhaltung. Und das bewirkt ja im Grunde, dass eigentlich v1t gleich sein muss v0. Geschwindigkeiten in der Tangentialrichtung bleiben gleich. Und die Folge ist, das m kann ich mir überhaupt sparen, ne? Das fällt heraus. Es gilt hier v1 Cosinus Alpha minus Beta ist gleich v0 Cosinus Beta. Und das ist sozusagen die erste Gleichung. Mit zwei Unbekannten, ne? Das Alpha und die Geschwindigkeit v1. In der Richtung En findet der Stoß statt. Nun wissen wir aber schon, bei so einem Stoß, da ist die Rückprallgeschwindigkeit gleich Epsilon mal Aufprallgeschwindigkeit. Da brauchen wir also gar nicht mehr sehr lang herumrechnen. Wir wissen, Stoß mit Epsilon. Und das bedeutet dann Rückprall V1n ist Epsilon V0n. Und das bedeutet jetzt, V1n steht da, ich schreibe es gleich darunter, V1n, V1 Sinus ist gleich Epsilon V0 V0n Sinus Beta. Das ist jetzt die zweite Gleichung. Und zwei Gleichungen sind das für zwei Unbekannte. Also da haben wir jetzt schon diese zwei Stoßperioden und diese Annahme über die Stoßimpulse in der Kompression und der Restitution schon drinnen. Immer in der senkrechten Richtung kann ich sagen, das ist der normale Stoß eines Balles gegen eine Wand, und wenn er waagrecht auch eine Komponente hat, also normal dazu auch eine Komponente, in Tangentenrichtung hat eine Komponente, dann bleibt die erhalten, wenn es reibungsfrei ist. Naja, und daraus könnte man jetzt den neuen Vg Beta ausrechnen. Schaut aus, es ist nicht ganz einfach, obwohl ich da das scheinbar recht geschickt gemacht habe, weiß es aber nicht mehr wie. Nein, so ganz einfach geht es nicht. Richter, nur bei Alpha 90 Grad geht es natürlich ganz geschickt. Das ist was anderes. Sodass er rechtwinklig weggeht, nicht? Aber sonst, Sie sehen, da können Sie, das ist eine transzendente Gleichung. Wenn Sie dividieren, 2 dividiert durch 1 schreiben, nicht? 2 durch 1, die Gleichungen, dann steht hier Epsilon, das ist das Sinus, nein, nicht Sinus, Tangens steht dann. Da steht dann von Alpha minus Beta, obwohl wenn man ein bisschen schlampig schreibt, dann ist das schon dann Alpha minus Beta, er zwingt einen Pfeil zu schreiben, ist gleich Epsilon mal dann Beta. Naja, und wenn ich den Alpha ausrechnen will, kann ich natürlich den Tangens als Arcus Tangens auf die andere Seite nehmen, als Atan. Und dann schreiben, Alpha ist gleich Beta plus Atan von Epsilon Tan Beta. Das mag dann vielleicht sogar der Rechner, das könnte man ausrechnen, nicht? Und wenn das Alpha 90 Grad sein soll, dann könnte man da natürlich, dass er genau rechtwinklig abgelenkt wird. Wie groß muss dann die Neigung sein, Beta, damit er um 90 Grad abgelenkt wird? Wenn ich so Sonderfall, Alpha soll sein 90 Grad.
Ja, dann kann man, der Kosinus geht dann in den Sinus über, nicht? Dann ist Kosinus von 90. Der Kosinus von 90 minus Beta ist Sinus Beta. Na, man muss sehr genau schreiben, sonst wird das nichts. V1 Sinus Beta. Oh Gott. V1. Naja, das ist auch nicht die gleiche Nummer, die sein, eventuell. Naja, Sinus, ja, man muss einfach rechnen. Es steht Cosinus von 90 minus, das ist der Sinus. Ist gleich V0. Cosinus Beta, und wie heißt die zweite Gleichung? Warten Sie mal, vielleicht muss ich das alles dann wegradieren. Cosinus Beta. Und die zweite heißt V1, der Sinus von 90 ist der Cosinus. Und jetzt frage ich Sie, bitte? Was ist überhaupt? Ach so, nee, ich weiß es V1 noch nicht. Also wenn ich jetzt da einen Quotienten bilde, das ist schon, wow, aha, ich sehe schon. Wenn man die beiden Gleichungen durcheinander dividiert, machen sie einen Bruchstrich da, nicht? Dann sind die V1 und die V0 weg. Das ist ja V1 und Beta. Ist ja. Na Beta, Beta ist ja die Neigung der Wand. Nicht? Wie schräg muss ich die Wand hinstellen, damit am 90 Grad abgelenkt wird? Also steht hier, wenn es dividiert, Tangens Beta ist gleich 1 durch Epsilon Tangens Beta. Also ist Tangens Beta gleich 1 durch Cosinus Epsilon. So ist es, ja. Und jetzt kannst du mit Epsilon 1 ist 45 Grad. Wenn ich 45 Grad hinstelle, dann fahre ich genau rechtwinklig weg. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also das wäre eine ganz einfache Aufgabe gewesen.